Jetzt geht's los. Aktuelles vom SV Rödinghausen wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Das erste Heimspiel für den SV Rödinghausen im Kalenderjahr 2019. Es geht am 23. Spieltag gegen Alemannia Aachen. Die sind mit reichlich Unterstützung aus der Heimat, aus der Kaiserstadt, angereist an den Wien. Bestes Fußballwetter hier im Hecker-Wien-Stadion. Und der SV Rödinghausen will natürlich nach der Auftaktniederlage in Gladbach heute nachlegen, will heute hier die Punkte am Wien behalten und so wieder zurückkehren in die Erfolgsspur. Hier zunächst Alemannia Aachen mit dem Ball nach vorne. Über die rechte Seite geht der Innenlauf von Boele. Der macht das hier im Zweikampf gut, bringt den Ball in die Mitte bzw. versucht das und artistisch fast schon wird der Ball hier geklärt von Laurin von Pichowski. Dann erneut Alemannia Aachen über Batarilo Serdik, der mit dem Pass hier in die Mitte und Nick Heimann, der ist da und dann kann hier der SVR die Situation entschärfen. Die Mannschaft von Fuad Kilic also zunächst mit einer guten und präsenten Anfangsphase. Dann Rödinghausen hier im Zusammenspiel Velagic mit dem Ball in die Mitte, aber der zunächst abgefangen von Aachen, kann aber nicht wirklich geklärt werden. Franz Pfanne holt ihn hier zurück. Macht das hier richtig gut und sieht in der Mitte Fabian Kunze. Der schließt hier ab. Ball wird aber geklärt und geht zur Ecke. Fabian Kunze schaltet sich hier gut ein in die Offensive. Der Abschluss aber nicht von Erfolg gekrönt. Langer Ball von Nick Heimann in die Spitze. Der wird zunächst rausgeköpft, aber dann von Franz Pfanne abgefangen. Hier im Zusammenspiel mit Traoré. Lukas Kunze schaltet sich damit ein. Macht das hier auch gut. Wieder Pfanne. Traoré, Pfanne und dann geht der Ball wieder zu Lukas Kunze. Das ist eine super Passstaffette hier vom SVR, ehe der Ball dann in Richtung Tor kommen soll. Hier noch einmal über von Pichowski, der bringt den Ball hier vorne rein und Pfanne dann. Der Ball geht knapp am Tor vorbei, gute Aktion aber von ihm. Dann Aachen auf der anderen Seite, Ball kommt hier in den 16er zu Idrizi. Der dreht sich und sucht dann den Abschluss, aber Nick Heimann mit einer starken Parade kann die Situation hier entschärfen. Wieder Alemannia Aachen über Boele. Starkes Zusammenspiel hier und dann auch wieder ein Abschluss, wieder gefährlich. Diesmal Abschluss von Batarilo Serdik. Der SVR dann über die rechte Seite über Asur Velagic. Der mit dem flachen Ball in die Spitze zu Simon Engelmann, direkt weitergeleitet zu Fabian Kunze. Fabian Kunze legt hier nochmal ab und da ist Nicolas Serra mit dem Abschluss. Der bleibt aber in der Verteidigung von Aachen hängen. Alemannia Aachen mit einem langen Ball auf die rechte Außenbahn. Das ist Boele. Hier im Zusammenspiel dann mit Batarilo Serdik. Und der bringt den Ball hier richtig scharf hinein. Da ist noch die Parade von Nick Heimann. Und dann wird hier auf Handspiel entschieden. Bekommt die gelbe Karte für diese Aktion vom unparteiischen Tobias Severins. Und es gibt einen Strafstoß. Vincent Bösen führt den aus. Macht das gut. 1:0. Alemannia Aachen in der 41. Spielminute. Das sollte die letzte Szene im ersten Durchgang gewesen sein und der SV Rödinghausen wollte natürlich in den zweiten 45 Minuten nachlegen und wechselte deshalb doppelt Lunga im Spiel, genauso wie Angelo Langer. Den sehen wir hier auch direkt am Ball, bringt die Flanke hinein, Kopfball von Flottmann und dann Franz Pfanne, artistisch, wertvolle Aktion, leider nicht von Erfolg gekrönt, trotzdem stark von Pfanne, der heute die meisten Torchancen auf Seiten des SVR hat. Langer Einwurf direkt in die Spitze, gut verlängert. Aber Aachen dann doch mit dem Ball zunächst raus. Geht hier hin und her. Und dann doch Alemannia Aachen mit der Kontrolle am Ball. Pass hier in die Spitze und leicht abgewartet. Und ja, das macht er richtig gut. Vincent Bösen 2:0, 63. Spielminute. Sehen Sie in der Wiederholung. Idrizi mit dem Chipball in den 16er.
und dann Bösen mit der Direktabnahme zum 2:0. Tobias Steffen, der gab sein Comeback nach langer Verletzungspause und zeigte hier per Freistoß auch gleich seine Gefahr, denn er kommt richtig gut rein. Und es war auch wieder eine gute Möglichkeit für den SVR, hier ein Tor zu erzielen. Julian Wolf schaltet hier sich auch mit in die Offensive ein. Ball geht hier aber verloren auf der Außenbahn und dann gibt es nochmal einen Konter. Es geht fix über die rechte Seite über Marco Müller, der im Laufduell hier mit Julian Wolf. Der Ball kommt hinein, aber auch direkt in die Arme von Nick Heimann, der das hier nochmal schnell machen wollte. Tobias Steffen war das hier nochmal. Über die rechte Seite mit dem Ball in die Spitze. Und da ist nochmal Franz Pfanne. Wieder eine Riesenmöglichkeit für den Mittelfeldstrategen der Wien 11. Gute Chance, aber auch wieder nicht von Erfolg gekrönt. Es sollte heute nicht sein beim SVR. Und so steht am Ende die Niederlage 0:2 gegen Aachen im Heimspiel. Aber am Freitag, da steht Pokal an und da zählt's.